Anna, hallo. Erde an Raumstation, können Sie mich hören? Oh, hi Venice. Entschuldige, ich bin noch nicht ganz wach heute Morgen. Ich war gestern zu Hause, mein Onkel Karl war da. Der Weltraumvagabund und Geschichtenerzähler? Ja, genau der. Man muss ihm einfach zuhören. Es ist ziemlich spät geworden. Na, dann komm, lass uns erstmal noch einen Kaffee holen, damit du vollends wach wirst. Hier, das sind unsere Büroräume. Noch recht improvisiert. Aber ich habe dich nicht hierher gerufen, um dir das zu zeigen. Komm zum Bildschirm. Ich muss dir was zeigen. Und ich habe noch einige Kisten, die eigentlich dir gehören. Und, was denkst du? Ich bin erstmal ziemlich sprachlos. Ich habe keine Ahnung, was da läuft und was in den Kisten ist. Im Moment habe ich nur den Überblick über unsere Tourismusbranche. Das dort ist die Transportlogistik. Da ist allein unser Manager zuständig. Kannst du rauskriegen, was da läuft? Ich muss zu meinem Vater. Ich glaube, er ist der Einzige, der mir jetzt einen Rat geben kann. Wie geht es deinem Vater? Es wird jeden Tag ein wenig schlechter. Ich fürchte, es geht bald zu Ende. Das tut mir leid. Das ist der Lauf der Dinge. Ich melde mich heute Abend bei dir. Mal sehen, was er zu der ganzen Sache meint. Hi Hannah, was hat Venice gesagt? Sie war ziemlich schockiert von dem Ganzen. Sie fragt erstmal ihren Vater um Rat, was am besten zu tun ist. Lass ihr ein wenig Zeit. Sie knabbert ganz schön an der Sache. Was macht die Auswertung der Kommunikationsdaten? Schon was erreicht? Die Metadaten sind offen. Namen, Zeit, Häufigkeit der Kommunikation mit dem Reclaimer-Schiff. Allerdings sind die Inhalte verschlüsselt. Da steckt jede Menge Zündstoff drin. Wenn wir die Kommunikationsdaten entschlüsseln könnten, wir würden den ganzen Laden hier auffliegen lassen. Gibt es eine Möglichkeit, die Daten zu entschlüsseln? Ohne die Inhalte nützen uns die Protokolle nicht viel. Der Gegenschlüssel liegt im Computer der Reclaimer. Von dort gingen die Funksprüche aus. Keine Chance, Hannah. Das schaffen selbst noch meine Freunde nicht. Zumal eventuell auch noch Begleitschiffe dabei sein könnten. Ich denke, wir müssen jetzt die Behörden einschalten. Aber welche? Die stecken hier doch fast alle mit drin. Auf Arkop gibt es einen Außenposten der Terra-Administration. Die greifen immer dann ein, wenn es in den Koloniesystemen Probleme mit der örtlichen Verwaltung oder den Sicherheitskräften gibt. Ich denke, Albert Hansen hat auch einigen Einfluss. Und wenn uns Venice Vater noch ein wenig Rückendeckung gibt, dann sollten wir die Terra-Administration für unseren Fall interessieren können. Die haben Einsatztruppen und Kampfschiffe. Na schön, aber eine Bedingung. Ich will die exklusiven Rechte an der Aktion und mit dabei sein. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir die Schlüsseldaten vom Bordcomputer abgreifen können, bevor das Schiff beschlagnahmt wird. Vielleicht geben die Daten im Bordcomputer auch Aufschluss über die anderen Sachen, die wir gefunden haben. Diese Aggregate und diese Boxen. Ich denke, das wird sich machen lassen. Albert Hansen wird sicherlich auch Interesse daran haben, dass diese Story exklusiv für Chimera ist. Das wird einiges an Einschaltquote bringen. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Wir haben noch gar kein eigenes Nachrichtenformat für New Babbage von Chimera. Nun, dann lass dir was einfallen. Ich habe so ein Gefühl, dass du bald was Wichtiges im Visio zu berichten bekommst. Und dann fange ich mal an zu packen. Ich nehme einen Linienflug und lass dir die Marco hier, falls du sie brauchst. Und dann viel Glück und halt mich auf dem Laufenden. Und, was hältst du von der Geschichte? Das ist eine ernste Sache. In keinem meiner Leben habe ich mir je was zu Schulden kommen lassen. Ich will nicht, dass sich das noch vor meinem letzten Tod ändert. Hör mir gut zu. Tu das Folgende. Mein Vater hat einen alten Freund in der Innenrevision. Dem vertraut er absolut. Der kommt an alle Informationen ran. Und zwar diskret, sodass kein anderer etwas davon mitbekommt. Also auch der neue Manager nicht? Ja, genau. Dann mit den technischen Geräten. Wir lassen unsere Flotte auf Orison von Cassian's Gross aufrüsten und tunen. Mein Vater vertraut dem dortigen technischen Leiter. Und er meint, wenn einer rauskriegt, wofür das Zeug gut ist, dann der. Ansonsten hat er mir noch einen Kontakt zu einer Forschungsgruppe auf einem Research Outpost auf Jela gegeben, falls Cassian's Gross nicht weiterkommt. Das klingt gut, dann lass uns einen Ausflug nach Orison machen. Ich mach die Marco startklar. Lass mal die Marco stehen. Wir nehmen meine 400i. Damit reißt es sich komfortabler. Wir treffen uns morgen am Starport, okay? Okay, ich bin gespannt.
to come back and all the memories again. I made this song for you to see you smile again, again, again for you. Whoa, 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 in this tropical house. Whoa, 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 I made this tropical house for you. Hi John, gut in Alcorp angekommen? Ja, der Flug war ganz gemütlich. Ich habe heute Morgen schon mit Albert Hansen gesprochen. Er hat unsere Daten auch durchgeschaut und ist ganz deiner Meinung. Er trifft sich heute Mittag mit der Terra-Administration. Werden die uns helfen? Albert Hansen ist da sehr zuversichtlich. Außerdem meint er, dass wenn alles so kommt, wie er es erwartet, dann könntest du bald eine kleine Berühmtheit in New Babbage werden. Stell dich schon mal drauf ein. Was, ich? Das kann ich nicht glauben. Ich habe doch gerade erst angefangen. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall dürfen wir gespannt sein, wie es weitergeht. Wo bist du eigentlich? Du bist nicht im Büro, nicht wahr? Nein, ich bin in Orison mit Venice. Wir wollen die technischen Geräte bei Cousins Grow untersuchen lassen. Venice' Vater hat uns hierher geschickt. Mal sehen, ob die rauskriegen, wofür die Sachen gut sind. Na dann viel Erfolg. Ich halte dich auf dem Laufenden, wenn hier etwas vorangeht. Danke, John. Tschüss. Hallo Herr Parker, ich bin Venice von Leaky Logistic. Mein Vater hat mich zu Ihnen geschickt. Hallo Venice, es freut mich, Sie zu sehen. Sie haben mir etwas mitgebracht. Ihr Vater hat es mir bereits angekündigt. Ja, die Teile wurden mit einer Ladung medizinischer Güter mitgeliefert. Es gibt jedoch keine Unterlagen dazu. Könnten Sie sich die Teile mal anschauen und eventuell rausfinden, wozu sie gut sind? Gerne. Ihr Vater hat schon so viel für uns getan. Ich würde ihm nie einen Gefallen abschlagen. Wie lange sind Sie hier? Das kommt drauf an, wie lange Sie für die Untersuchung brauchen. Kommen Sie doch morgen Nachmittag nochmals her. Bis dahin sollten wir bereits die ersten Ergebnisse haben. Gerne. Wir sehen uns morgen. Ich bin immer wieder gerne hier. Ich vermisse unsere Trips hierher. Weißt du noch, die Reisegruppe aus Hurston und wie wir damals im Ossa versumpft sind? Oh je, erinnere mich nicht daran. Ich hatte einen riesen Kater am nächsten Morgen. Der Mann in der Innenrevision hat mir die Adresse des Unternehmens zugeschickt, die die medizinischen Güter inklusive unserer Päckchen versendet hat. Es müsste gleich hier um die Ecke sein. Er meint, wir könnten mal vorbeischauen, wenn wir schon in Orison sind. Gute Idee, obwohl ich das Gefühl habe, wir werden hier nicht viel finden. Hier müsste es sein. Sieht nicht nach einer Firma aus. Das heißt, die Adresse ist ein Fake. Und das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass etwas faul ist. Alle Kunden und Lieferanten werden von Leaky qualifiziert. Wir können ja mal einen Blick reinwerfen. Weitgehend leer. Nur ein paar Kisten. Sowas gibt es bei uns nicht. Oder sollte es nicht geben. Also eine Fake-Firma, wie vermutet. Nun gut. Komm, wir gehen ins Ossa. Ich lade dich zum Essen ein. Hallo Venice. Sie haben mir ja ein paar wirklich interessante Stücke mitgebracht. Ich bin fasziniert und erschrocken gleichermaßen. Übrigens, wenn Sie einen Vertriebspartner für diese Komponenten suchen, Cousins Grows würde Ihnen ein lukratives Angebot für die Exklusivrechte unterbreiten. Tut mir leid, wir haben nur die zwei. Wir wissen nicht, wo sie herkommen. Was hat es mit den Aggregaten auf sich? Erstmal die zwei Systemkomponenten. Aufgrund der Anschlüsse haben wir angenommen, dass es Schildgeneratoren sind. Die Größe nach Size 1. Also haben wir sie entsprechend getestet und tatsächlich, es sind Schildgeneratoren. Aber halten Sie sich fest,
Der Output ist fast so hoch wie ein gutes Size-2-Schild. Noch erstaunlicher, schaltet man sie zusammen, dann addiert sich die Stärke nicht nur, sie multipliziert sich. Können Sie sich vorstellen, was es für eine Flotte bedeuten würde, eine Gladius mit einem Size-3-Schild zu haben? Wie kommt das? Steckt da eine besondere Technologie drin? Jetzt kommt der interessante Teil. Die Frage haben wir uns auch gestellt. Wir haben die Komponenten durchleuchtet. Sie haben uns doch in der dritten Kiste noch einige dieser Bano-Boxen mitgeschickt. In jeder der zwei Komponenten haben wir eine dieser Bano-Boxen gefunden. Sie sind darin eingebaut, oder besser eingelassen. Es gibt einen Mechanismus, sie zu entfernen. Und haben Sie sie rausgenommen? Was passiert dann? Dann wird aus unserem erstaunlichen Hochleistungsschild ein mittelmäßiges Klasse-C-Schild, dem ich mein Leben nicht anvertrauen würde. Wow, was ist so besonders an diesen Boxen? Sind das Energiegeneratoren? Tja, das ist noch das große Geheimnis. Die Boxen strahlen nur eine geringe Menge Energie ab und mit unterschiedlicher Signatur. Und keinenfalls in einer Größenordnung, die für eine solche Schildverstärkung notwendig wäre. Haben Sie die Bano-Boxen selbst auch untersucht? Ja, aber hier muss ich passen. Die Boxen sind leer, absolut nichts drin. In der Wandung scheinen organische Komponenten eingelassen zu sein. Die schwache Strahlung hatte ich schon erwähnt. Wir können uns keinen Reim darauf machen. Ich habe die Boxen wieder in die Komponenten integriert. Funktionieren wieder wie zuvor. Haben Sie die anderen Bano-Boxen auch vermessen? Ja, einige von ihnen geben ebenfalls eine niedrigschwellige Strahlung ab. Ein paar scheinen jedoch, ja ich weiß nicht, leer trifft es nicht. Sie scheinen ohne diese Strahlungsladung zu sein. Ich habe die Boxen mit und ohne Strahlung entsprechend markiert. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Parker. Sollten wir rausfinden, was hinter der Technologie steckt und die Teile in Serie gehen, dann werde ich an Sie denken. Ich hoffe darauf, Venice. Sagen Sie Ihrem Vater einen Gruß von mir. Wie machen wir jetzt weiter? Es scheint, wir sind einer unglaublichen Technologie auf der Spur. Weißt du, was das militärisch bedeuten könnte, wenn solche Schilde verfügbar werden? Wenn Jäger Size-3-Schilde haben können? Was für eine Schildstärke könnte dann ein Capital-Schiff haben? Unzerstörbar? Stell dir vor, die Vandul kommen mit einem solchen Mutterschiff und Jägern mit solchen Schilden. Sie würden die UII aus dem All fegen. Man merkt, du bist in einem UII-Haushalt groß geworden. Aber ich gebe dir recht, der Gedanke ist beunruhigend. Aber wie machen wir jetzt weiter? Das Geheimnis scheint in den Boxen zu stecken. Du hattest doch gesagt, dass dir dein Vater noch die Adresse von einer Gruppe von Wissenschaftlern gegeben hat, nicht wahr? Ja, die sind auf Jela. Ich denke, wir sollten denen mal die Boxen zeigen. Vielleicht haben sie eine Idee. Okay, aber heute nicht mehr. Lass uns morgen wieder die Welt retten. Lass uns heute Abend einfach mal wieder Orison genießen. Komm, die Solanki-Plattform wartet auf uns.